Ja, hey, willkommen, mein Name ist Nirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Blablabla. In der letzten Folge haben wir hier angefangen, die Sprengsätze anzubringen, von denen wir noch keinen einzigen angebracht haben. Aber wir haben damit angefangen, ja, die Mission jedenfalls. Und wir machen jetzt weiter. Wir müssen immer noch hier hin. Und das ist noch ein ganz langer Weg. Also, los geht's. Welkin, lead the way. Boah. Muss ich mal aufstoßen, Entschuldigung. So, da hinten ist ein Panzer, den würde ich gerne abschießen. Hoffentlich treffe ich das Ding. Schön, okay. Boah, finde ich das schön, wenn das funktioniert. Entschuldigung, Nancy. Das passiert halt mal. Bin ich jetzt immer noch über ihr? Nee. Ja, wir haben irgendwie seinen Radiator getroffen. Ich find's klasse. So, da hinten ist ein Lancer. Das heißt, wir müssen mal nach vorne pirschen. Die Dinger können wir irgendwie nicht benutzen. Ich hätte mal auf der Karte gucken sollen. Egal. Also, muss ich mal, dann nehmen wir mal mit Alicia hier. Okay, nehmen wir mal das Ding hier. Kennen wir ja noch aus der letzten Mission. Da konnten wir auch so Dinger benutzen. Und da hinten sind welche. Und was haben wir hier? Ist das Ding da vielleicht aktivieren? Also hätte ich eigentlich mit Welkin da warten können. Und auf der anderen Seite die Dinger kaputt machen können. So, jetzt haben wir mal. So, das ist jetzt aktiviert, ne? Jetzt müssten wir nur noch. Ich könnte natürlich jetzt darunter gehen, aber. Ne, kann ich nicht mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Egal, wir könnten eigentlich darunter gehen. Und ganz schnell das Ding hier einnehmen. Aber das ist ein bisschen riskant. Und ich mag es auch kompliziert, also gehen wir mal hier lang. Noch jemanden können wir leider nicht mitnehmen. Schade. Gucken mal, wer da noch ist. Da war ein Lancer, okay. Mehr können wir vielleicht noch kriegen. Guck mal her. Hi. Na? Warum auch immer du 39 Dinge aushältst, ne? Machen wir erstmal deine Deckung kaputt. So. Ja. Du wirst ja wohl nicht sie treffen, auch wenn er zu nah ist. Ich habe aus noch kürzeren Entfernungen schon nicht getroffen. So, Claudia, irgendjemand muss da vorne jetzt hingehen und den töten. Jetzt gehen wir probieren. Vielleicht Marina, die könnte ihn von da aus kriegen. Aber vielleicht reicht auch Claudia. Trifft uns, ne? So, fünfmal treffen, das schaffst du doch. Defense down, geil. Nee, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Ja, ich möchte jeden Charakter hier bewegen. Ach, oh, juckt. So. Wegen den genialen Sound kann ich dich bestimmt sowieso nicht treffen, ne? Egal. Aber das ist doch auch ein Panzer, oder? Aber den krieg ich von mir aus nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und weiß nicht. Ich glaube, ich werde doch noch mal Nancy oder Dingens bewegen. Claudia. Bei Marina kann ich erstmal da lassen. Ich kann irgendwie alle. Obwohl, Marina könnte ihn wahrscheinlich auch töten. Aber mein Vertrauen in Scharfschützen ist jetzt nicht so groß. Falls ihr euch wundert, warum, dann ja, guckt euch irgendwie alle Parts an.
Da werdet ihr schon verstehen. So, Elias. So, was machen wir jetzt? Ich könnte auf Marina jetzt wetten. Oder ich könnte auf Nummer sicher gehen. Und jemand anderen töten lassen. Und ich gehe natürlich auf die sichere Methode zurück. Wir holen uns hier Nancy und schießen den Typen jetzt ab. Komm schon. Ja. Boah, das sah geil aus. Okay, wenn wir schon dabei sind. Wer ist da hinten alles noch? Wir müssen uns ja wohl nicht von da aus treffen, oder? Kann ich auch hier zurück? Voll. Oh, geil. Kann ich mit zwei Einheiten jetzt gleich schon mal vorausgehen. Wow. Ich habe die Situation richtig unter Kontrolle gehabt jetzt. Dann habe ich mich mal loben. Was, wo? Ach ja, wegen den Brücken, genau. Ich muss die Brücken töten. Du kannst mich nicht treffen, ich werde vom Zaun beschützt. Er schießt noch nicht mal, okay. Wehe, du gehst jetzt da hoch. Aber ich kann jetzt locker da hoch gehen. Da runter gehen und dich töten, Idiot. Oh, ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Weil der kann uns jetzt locker abschießen. Ja, ich glaube, der kann ja uns auch von da abschießen. Warum noch immer du da hinschießt? Okay, da ist ein Sturmtrupp. Der hat uns im Visier, ehrlich. Aber solange wir die nicht dran nehmen, kann doch nichts passieren, oder? So, Edelweiß, geh vor. So, oh. Ich kann mal versuchen, dich hier abzuschießen. Jawohl. So, weiter. Boah, doch klar. Jemand überfährt Claudia. Aber ich weiß, was jetzt gleich kommt. Marina, ich weiß nicht. Lago, schaffst du es, das Ding abzuschießen? Karotten! So, komm mal her. Was? Wieso? Hä? Wieso 93? 88, ja super. Ah. Aber schon, ich habe einen Bonus. Kann er mich nicht länger laufen lassen? Ich habe, wenn man die Klassen maximiert hat, dann können die ein bisschen länger laufen. Dann laufen nur so 50 Punkte oder so. Bin mir nicht sicher. So, wir sind alle in Sicherheit hier. Mit einem mächtigen Panzer namens Edelweiß. Schaffst du es, das Ding zu treffen von da aus? Na komm. Du bist doch Elias. Verdammt. Ich hatte keinen Bock. Na gut, wesen sind wir alle irgendwie auf Schritt und Tritt hier in der Nähe. Alicia und Nancy kann ich sowieso nicht bewegen. Weil die voll unter Dingen sind. Unterm Schussfeuer. Kreuzfeuer, meine ich. Das heißt. Mehr Zeit mit Marina. So. Lass mich mal gucken. Den da hinten, den triffst du doch. Du wirst vier Schüsse brauchen, aber mir zu blöd. Ja, geil! Weiter. Würde ich mal sagen, ich spare ein paar Dinger. Hm.
Trifft er uns echt von da? Okay. Ich hoffe, das geht gut. Er trifft uns nicht. Treffe ich dich von hier aus? Das wäre voll awesome. Komm, wo bist du? Wo bist du? Bist du doch? Wo bist du? Da bist du. Ich müsste dich dort töten mit der verdammten Granate. Das kommt schon. Verrück! Verdammt! Gehen wir mal da ein. Von hier aus kann er uns unmöglich treffen. Obwohl, von da kann er uns auch nicht treffen. Also gehen wir da ein. So. Okay. Er sollte uns eigentlich nicht treffen von aus. So, jetzt muss ich nochmal mit Nancy. Ich kann mich, glaube ich, nicht da unten nähern, weil... Ja. Okay, was bedeutet das? So, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ist hier keine Granaten? Hä, haben sie sich nicht aufgeladen? So, ich muss dich nur dreimal treffen. Leck mich doch am A! Ja, genau, jetzt kontert er auch noch. Nee, so aber nicht. Ja, so einfach sein können, ne? Nennt sie. Ach komm schon, was soll das denn? Ich hätte ihn voll töten können in dieser Runde. Er hat noch 2 AP, was soll das? Manchmal hasse ich das Spiel in solchen Sachen. Das macht alles keinen Sinn. Also, ich hätte jetzt voll ein paar Punkte, Commander-Punkte irgendwie gut gehabt. Aber nein. So, du kommst sowieso nicht weit, weil da irgendwie mein ganzer Armada steht. Au. Na warte, da kriegst du zurück. Oh, wo gehst du denn hin? Der hat schon wieder die Hälfte AP dazu bekommen. Gut. Ich meine schlecht, aber der kommt näher, das ist gut. Wir können uns jetzt eigentlich gleich an die vorbeischleichen. Arg! Da stand einer von dem. Warum wurde denn der nicht getroffen? So, ich kann jetzt locker dem Zug die Flagge da einnehmen. Da Camp einnehmen und die Brücken kaputt machen. Meinetwegen. So. Edelweiß. Mein Gott. So, ich plan. Wieso immer noch 3 Schüsse? Habe ich nicht gerade noch 3 Schüsse gebraucht? So, du gehst. Nimmst den Typen. Ach. Stimmt, ich muss hier den ganzen Kack kaputt machen. Der wird wenig Sinn machen, wenn ich jetzt mit dem Panzer da eingehe. Deswegen nicht. Rose, geh mal vor, du kannst meinen Lenzer ja kaputt hauen, oder? Boah. 17 Schüsse, 4 Schüsse. Jawohl. Noch. So. Ich will jetzt auch nicht alle da hinten hinschicken, weil wir müssen ja gleich durch die Brücke hier. So, du hast jetzt eine Granate. Alisha. Oh, scheiße, ich brauche ja noch Dingens, ey. Ich brauche noch eine gleich. Da tu mich jetzt bitte nicht vor seine Nase oder so rausschmeißen.
So. Stirb. Okay. Ein Kommandopunkt verloren. Alles klar. So. Ich könnte jetzt eigentlich mit Alicia reingehen, aber ich muss ja Dingens zurück irgendwann. Und Nancy habe ich ja auch noch da oben. Das heißt, ich kann mit Nancy auch reingehen. Also wenn ich sie jetzt einbringen würde, wird das irgendwie ein verschwendeter Zug für sie sein. Okay, du bist mal hier in der Sicherheit und schnupperst mal an den Radiator von Waken. Du wirst halt ja schaffen, da hinzukommen und die Brücke kaputt zu machen, ne? Locker. Haben wir wenigstens schon im zweiten Part hier Ding auseinandergenommen. So. Occupied. So, jetzt noch das Ding kaputt machen. So, es kommt ja keine Verstärkung. Bams. Wir müssen jetzt also über die Brücke. Oh mein Gott, was ist mit seinen Augen los? So, mit ihr müssen wir jetzt sofort hier weg. Weil der Zug, der ballert uns ab, wenn wir hier bleiben. Verdammt. Ja. Da oben sind wir sicherer. Okay. Boah, das hat auch richtig nur gereicht. Oh, das Ding ist auch schon im Eimer gleich. Okay. Es kommt ein ganz nerviger Part. Wir müssen jetzt das schaffen. Machen wir erstmal einen Panzerplatt. Versuchen wir einen Panzerplatt zu machen, meine ich. Wir müssen jetzt diese ganzen Dinger hier kaputt machen. Die gehen nur mit Granaten kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf die schrille Dinger Granaten drauf ballern, die bekloppt. Ja, geh schon mal vor. Das ist genug. Weiter traue ich mich nicht. Okay. Okay, Wendy, du hast Granaten. Mit Granaten kann man die kaputt machen und jetzt machen wir die kaputt. Und sie liebt es ja, Explosionen einzusetzen. Ja! Also ihr. Kaboom! Weil an den Dingern kommt Welkin mit seinem Panzer nicht durch und das nervt. Bin ich schon? Elias, wenn du es richtig anstellst, dann könntest du den Panzer jetzt fertig machen. Das wäre richtig toll. Eieiei. Zack! Jawohl! Oh, boah, die Panzer sind irgendwie leicht zu erledigen im Moment. Kannst du doch mal schießen?
Nee, aber sie hat keine Kugel verbaut. Also Rakete meine ich. Marina, geh du mal vor. Irgendwie müssen wir nämlich die Dingens hier. Ich habe eine Idee, ich habe eine richtig gute Idee. Bambuschka, was? So, da sind ein paar Leute. Da ist ja ein paar, gar keiner. Da ist ein Panzer, das ist schön zu wissen. Ich habe eine Idee, aber dafür müsste ich erstmal Nancy zurückholen. So, Claudia. Du kannst auch eine Granate da irgendwo reinwerfen. Genauer gesagt hier, ne? Und die ganzen Dinger, genau. Stimmt ja. Und da kann sie die Dinger auch kaputt machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn ich mich nicht irre, dann kann man die verdammten Dinger wieder reparieren. Das möchte ich am wenigsten. Nee. Lass mal die ganzen Dinger hier kaputt hauen. So, und dann machst du jetzt mal hier so ein Ding kaputt. Das schaffst du nicht, okay. Jo. Und jetzt darf ich die Dinger bloß nicht reparieren mit ihr. Das wäre richtig nervig. So, geh du mal. Ja, reicht schon. Würde ich sagen, ja, komm, nach machst du einen Zug mal machen. Ich speichere ja immer nach jedem aufgenommenen Part, wo ich gerade bin. Deswegen, wenn die Aufnahme nicht klappt oder so, dann habe ich wenigstens was, wo ich neu laden kann. Wird aber nicht zu lange dauern, ne? Na, komm, Leute, oh nee. Kann ich nicht mit Raketenwerfer einfach reinschießen? Ich habe jedenfalls eine Idee, wo ich Marina platziere. Das wäre richtig toll. Oh nee. Nein. Oh Gott. Pass bloß auf, du. Okay, das war's. So, jetzt zieht überall hin, nur nicht auf die Brücke. Na? Du bist jetzt wieder da. Aber ich weiß sowieso, wie ich da wieder wegkomme. Mit Nancy. Alles klar. Warum auch immer er da hinschießt, ist mir egal. Jedenfalls, wir machen weiter. Wir haben eine Brücke zerstört, läuft gut. Wir haben die Situation aus irgendeinem Grund vollkommen unter Kontrolle. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!